Nur beim letzten Mal sollten wir in den Raum da rein. Ach, Ethan, warum? Warum führst du deine Tochter in den Tod? Okay, warte mal, ich will mich erstmal hier ein bisschen umschauen. Vielleicht übersehe ich ja hier Muni. Sie hat ja sowieso irgendwie nicht so viel. Was ich ein bisschen unfair finde, aber egal. Sie hat auch irgendwie Kackwaffen. Aha, da ist ein Vogelkäfig. Gut. Ach, scheiße, da brauche ich glaube ich erstmal die Scheißkraft. Okay. Und dann brauche ich bestimmt auch noch was. Hier ist nichts, ja. Kritisch. Verschlossen. Ja. Gut, dann muss Rose sich dem Schicksal stellen. Ich wollte eigentlich gucken, aber ich glaube, hier gibt es keine Ego-Perspektive. Aber wie gesagt, ist nicht schlimm. Wird es auch so schaffen. Hoffentlich. Oh Gott, da ist auch eine Rose. Jetzt nicht so der größte Freund von Ego-Perspektive. Third Person. Oder? Cheesepulver, nice. Ich muss mich einfach wieder erstmal reinfinden. Ich meine, Resident Evil 2 war ja auch in Ego. Alter, was war das gerade? What the fuck? Das Geländer da echt zu komisch. Okay. Noch eine Rose. Aber was macht der Duke mit denen? Warum saugt er denen die Lebensenergie aus? Flüssige Chemikalien, ja. Habe ein paar nützliche Kombinationen rausgefunden. Kraut plus flüssige Chemikalie, Schießpulver plus flüssige Chemikalie. Es gibt sicher noch mehr Dinge, die man kombinieren kann, was auch ich auch tun muss. Ich werde überleben. Ach, diesmal brauche ich flüssige Chemikalien. Oh Mann. Aber ich behalte es erstmal für mich, oder? Habe ich zwei? Ne, nur eine. So. Zwei Wege. Die ist hoffentlich verschlossen. Was macht der Duke hier? Ich verstehe es nicht. Warum ist er jetzt auf einmal böse? Rose. Warum gibt es so viele Roses? Ich verstehe es einfach nicht. Bäh. Okay, da darf ich nicht lang. Gut zu wissen. Alter, habe ich gerade aufgemacht und wieder geschlossen? Geil. Okay. Ja, wo soll ich dann sonst lang? Das hat man ja schon gelesen, so gut. Das war die andere Tür. Lost. Aber das war so ein richtig unnötiger Tod. Hier geht's auch lang. Och, Mann.
das ist so ein Viech. Oh, da ist noch eins! Ey. Und geben mir die Viecher eigentlich keine Belohnung? Schmuni alle! Alles klar. Okay, da haben wir immer noch was in der Bibliothek. Oh, ich will doch endlich neue Waffensachen haben. Ich habe keine Muni mehr. Ja, irgendwie oben drüber. Ich weiß, was, das ist gefährlich. Ich habe es schon am eigenen Leibe erlebt. Warum bist du da nicht hochgeklettert, Mensch? Oh. Das Zeug ist auf jeden Fall gefährlich. Und ich würde lieber gegen Lady Dimitrescu kämpfen. Ich sehe nicht, wo du hingehst, du aus. Auch gut. Ach nee. Ach nee. Spiel mir bisher das Hauptspiel besser. Ja, ein Schießpulver. Super. Eine Vase? Ist okay. Ich habe einen Weg gefunden, eine gravierende Destabilisierung von Teilen des Mutamycet-Netzwerks herbeizuführen, indem ich eine störende Kraft einbringe, die zur Kommunikation benutzten Autoinduktoren blockiert. Beispielsweise beginnen die sklerotieren die runden kernähnlichen Myzellkörper auf zellulärer Ebene zu zerbrechen und bei einer derartigen Störung ganz zu zerfallen. Sklerotieren bilden sich, wenn der Mutamycet sich an neuen Stellen formt. Sie dienen dort als Halt bzw. als eine Art Ankerpunkt. Sie sind zumeist mit einer Fläche von flüssiger Leere verbunden, über die der Pilz sich ausgebreitet hat. Werden nun die Autoinduktoren eines solchen Skleretoriums gestört, beginnt es zu zerfallen. Sklerotiums heißt es. Mit dem Sklerotium verbundene Flüssigkeiten leere fällt dabei ebenfalls. Es scheint, dass bei der Destabilisierung eines Sklerotiums ein Signal ausgesendet wird, welches weitergibt, dass dieser Ort nicht länger für Mutamycet-Besiedlung geeignet ist und durch einen ganzheitlichen Rückzug ausgelöst wird. Nice. Nimm doch das Kraut mit. Gerade gesehen, ey. Wolltest du nicht mitnehmen, wa? Boah, ich hab keinen Bock mehr, Mann. RW-Variante 1, Behälter 1. Und was soll ich mit diesem Ding jetzt machen? Fokus. Konzentrieren? Okay. Ich fühle mich anders. Um Keim benutzen, probiere es aus.
Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Okay, gut. Und jetzt kann ich einfach hingehen und sagen. Alter. Nett. Und jetzt? Weil da ging es ja nicht weiter. Alter, was ist das unten rechts da? Ist das meine Kraft? Kann ich die nicht unendlich lange benutzen oder was? Ach, da oben. Oh, Lust. Ja, nice Schießpulver. 7 Schuss habe ich noch. Also, okay, nicht so wie dein Vater einfach runterspringen, einfach schön runterklettern. Dankeschön. Der Dachboden. Aber ich weiß nicht, was das da unten rechts zu bedeuten hat. Das ist echt komisch da rechts. Nee. Ach ja. Kann ich die anderen Viecher damit auch töten? Wow, ein Großraummagazin. Okay, jetzt mal gucken. Fisches haben wir 10. Jetzt haben wir 16. Nett. Zählt das Wartezimmer hier mit zur Bibliothek oder nicht? Ah, da ist nichts drin. So, kann ich das hier irgendwie kaputt machen? Nein? Warum nicht? Aber das hier. Pistol-Muni. Zum Glück habe ich mir die noch nicht sofort geholt, bevor ich mein Magazin ausgerüstet habe. Ist das Viech von vorne noch da? Anscheinend ja. Komm her. Kommst du links? Kommt auch einer von rechts? Nee. Ah, da ist noch einer. Brenn! Oh Gott, Alter. Ich hasse die Viecher. Es lebt noch. Alter, Junge.
Ich würde mal testen, ob ich die damit auch töten kann, aber ich glaube nicht. Was jetzt hier? Flüssige Chemikalie für neue Muni, okay. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich das eh nur im äußersten Notfall ansetzen werde. Ach, da ist auch noch einer. Das ist aber nett, dass du mich besuchen kommst. Zwei! Komm mal her. Komm mal mit. Rein. Mit. Oh. Keiner. Warum ist Rose so fucking langsam? Jetzt nicht Muni verschwenden unbedingt. Aha, da ist doch. Doch einer. Nee. Da gab es nichts mehr, ne, gut. Was ist das da draußen? Will nicht. Der hat ja ordentlich alles voll geschallert. Schießpulver. War ja nicht eine Vase? Oh, da ist jetzt immer eine Maske. Tür mit einem Auge tief unten im Keller. Scheiße, er hat es zugemacht. Jetzt kommt doch safe ein Bosskampf, ey. Wie ich das Spiel kenne. Aber ich kenn's nicht gut. Ich gönn mir erstmal die 4 Pistol-Muni. Okay. Da fehlt noch was. Aber was? Ich hoffe, das ist die Maske. Wenn nicht, bin ich am Arsch. Brauchst du Maske? Na endlich. Gut, wir haben auch alles. Aber brauchen Schlüssel. Und ich habe extrem viel Schiss jetzt. Weil das Vieh, was vorhin da war, sah nicht so gut aus. Mach Pause. Stimmt was nicht? Nichts stimmt. Das war alles nicht so geplant. Warum nicht gehen? Nein. Ich brauche immer noch diesen Kristall. Darum bin ich hier. Nimm. Danke. Gib mir doch lieber Munition. Also bisher kam ich auch gut ohne diesen ganzen Scheiß zurecht, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Wie ziehe jetzt weiter? Ne, immer noch nicht. Aber ich kann die Scheiße jetzt endlich zerstören. Das finde ich schon mal gut. Frag mich, ob das die ganze Zeit im Haus Dimitrescu spielt oder ob das dann auch irgendwann woanders weitergeht. Hallo?
Ist alles in Ordnung? Okay. Was klimpert denn hier so? So. Was war denn das jetzt? Okay. Wer war der Duke sonst immer? Ich kann mich an nichts erinnern, nicht wer ich bin oder welches Leben ich bis jetzt gelebt habe. Ich weiß nichts. Meine Erinnerungen sind so lückenhaft wie das Gesicht, das ich hinter dieser Maske verberge. Was bleibt, ist dieses Verlangen, dieser Hunger, andere leiden zu sehen. Die Verzweiflung in ihren Augen, ihre Schreie. Wer wird mein nächstes Opfer werden? Ich habe meine treuen Diener. Er hat viele Gesichter. Wenn jeder dieser Schädel auch so hohl ist wie ein verlassener Kaninchenbau. Er ist mein bester Jagdhund und er wird dieses Häschen für mich hetzen. Okay, der Duke hat seine Erinnerung verloren. Das ist traurig. Okay, dann ist er doch nicht böse. Ich mochte den Duke eigentlich immer. Wie jetzt? Och Mann. Der Duke lässt mich mit so vielen Rätseln zurück. Alter, was ist denn das hier mal für ein Geräusch, ey? Der Schleim ist halt überall. Verdammt. Das wird nichts mehr mit dem Chuki. Wir haben den wahrscheinlich für immer auch verloren. Mein Freund der Duke existiert einfach nicht mehr. Hier, da komme ich sowieso nicht raus. Aber man darf sich ja nochmal umgucken. Aber ich glaube, oben wird es weitergehen. Den gucke ich mich hier erstmal überall richtig gut um. Hier sicher. Der flüssigen Chemikalie. Müde? Ja, ein bisschen. Aber was ist mit dir? Schwach hier. Verblassen deshalb deine Worte? Dann schone deine Kräfte. Danke für die Money. Kann das hier nicht wegmachen, weil es ist so ein ekelhafter Schleim. So, ich hoffe, es speichert, wenn ich hier eine Maske einsetze. Wenn nein, wäre belastend. Ja, das ist die hier. Nö, okay. Achso, deswegen muss ich das kaputt machen, weil hier nicht weitergeht. Okay, mache ich kaputt. Speichern, Fragezeichen? Nee. Okay. Handgezeichnete Karte. Ne, warte mal. Wo ist denn das jetzt hier? Im Dressing Room ist ein Schlüssel.
Flüssige Chemikalie. Du Scheiße, was ist denn das jetzt schon wieder? Die Räuber stehen in Reihe und Glied, ein jeder auf seine Beute schielt. Es gehört jetzt zwei Wölfe. Es ist fest im Rahmen fixiert und kann nicht entfernt werden. Mähde zwei Schafe. Mähde eines Frosches. Mähde einer Spinne. Mähde eines Schmetterlings, es steht fest im Rahmen. Ja, gut. Okay, das sind wirklich Wölfe. Ja, gut. Die Wölfe jagen Schafe. Die Spinne jagt Schmetterling. Und wer jagt den Frosch? Naja, wahrscheinlich finde ich noch eins. Okay, ich habe auf der Karte gesehen, drüben ist der Schlüssel, also gehe ich halt mal hier lang. Oh. So viele Räume hier, ey. Aber ich hole mir erstmal das Item. Die 4 Pistolen-Muni. Und das war's auch in diesem Raum. Super. Speichern wäre nett. Ach, hier. Schön. Eigentlich nicht schön. Eigentlich ist das nicht schön. Aber egal. Stube kann ich halt nicht speichern, das ist das Problem. Ich hätte gerne ein Safe Room, wo ich sicher bin, dass der für immer da ist. Ach, hallo, mein Freund. Ich weiß, wann ich wegrennen muss. Lass mich durch! Ich bin vor diesen Kreaturen hier reingeflogen, aber wo ist der Schlüssel mit diesen Augensymbol? Er sollte doch hier irgendwo sein. In diesem Zimmer ist er jedenfalls nicht. Er muss in der Nähe sein. Junge, Alter, ich hasse es. Was war denn jetzt? Falsche Taste, geil. Muss ich das so einsetzen? Ja, flüssige Chemikalien sind immer gut. Texas, nimm das. Und kann ich den auch speichern? Schießpulver. RW-Variante Beta-Zahl. Jetzt stärker. Oh. Sie ist rechts. Ist noch was? Aber was? Ah, Pistolen-Muni. Auf Gegner fokussieren. Jetzt lädt sich das wieder auf.
Du bist doch. Das auch. Zwergweiße Salbei. Ach so. Was? Oh, ist das, oh, ich hasse es. Ich höre meine Kräfte nicht aufladen. Sei vorsichtig, ja. Okay, ich hoffe, es hat. Ich weiß nicht, ob es schon gespeichert hat. Ich glaube, wenn ich den Schlüssel nehme, speichert's. Der letzte Schuss war unnötig. Wie bereits dargelegt, hat eine Störung der Autoinduktoren in einem Mutamycetennetzwerk eine destabile Wirkung auf den Pilz. Dieser Effekt kann auch bei aus Pilz aufgebauten Organismen beobachtet werden. Der verursacht eine Destabilisierung nicht bei, wie bei Sklerotien eine zelluläre Zersetzung, sondern vielmehr eine bedeutende Verlangsamung der Bewegung, durch welche besagter Organismus praktisch an Ort und Stelle bewegungsunfähig wird. Wenn andere Organismen sich in unmittelbarer Nähe zum Zielorganismus befinden, kann dieser Störeffekt sich ausweiten. Jedoch ist die Reichweite äußerst begrenzt. Einäugiger Schlüssel. Speichern? Nicht mehr. Komm, ich nutze das jetzt einfach. Ach, es bringt mir nur zwei. Hallo? Ich habe keine Muni mehr. Ob sie sofort hätten jetzt mehr aus? Ich will, dass es speichert. Speicher doch endlich. Ach komm, ich gehe jetzt einfach oben in den Raum, um sicher zu gehen, dass es speichert. Ist mir jetzt egal. Hauptsache, es ist gespeichert. Und ich, der Part hat schon Überlänge. So, dann lass mal hoch in den Safe Room. Das war jetzt unnötig, aber egal. Ein sehr langer Weg ist das. Den ich im nächsten Part dann zurückgehen muss. Ich hatte gehofft, meine Kraft lädt sich auch von alleine wieder auf. Aber man muss halt immer dieses weiße Zeug da nehmen. Finde ich nicht so geil. Ich werde sparsam damit umgehen. Wenn mehrere Gegner sind, werde ich es wahrscheinlich erst immer einsetzen. Na gut, dann speichere ich jetzt. Ich sage, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.